Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Night of the Rabbit. Jo, da sind wir also hier beim Baum, bei der Baumstatue. Wir sind jetzt in Baumläufe am Verfahren. Hier ist unser Bild quasi und unser Meistermagier, Zauberhelfer. Keine Ahnung, ihr wisst schon, da ist der Hase abgebildet und wir. Jo. Und das andere sind auch alles die Baumläufer und deren Schüler. Und die haben gerade alle zu uns gesprochen. Ohne dass wir gezaubert haben. Eigentlich einfach so, ne? Felsflüster, Grünwuchs, Fuchslist und Hoffnungsschimmer. Was haben wir hier noch? Dieses komische Blatt, das Marquis, den Pinsel, das Glöckchen haben wir auch immer noch. Ja, der alte Magier. Was suchen wir jetzt eigentlich? Ich habe es vergessen. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Okay, Mini. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal diesen hier. Gucken, ob wir da was sehen. Okay. Gut, dann. Wo kommt nur dieses Licht her? Das ist nicht die Sonne, oder? Stille. Hier ist eine Metallfassung. Das ist Blatt. Müssen wir das Blatt da reinlegen? Das Blatt war gerade zu sehen. Aber hier war noch was angezeigt eigentlich. Maschine, war eigentlich hier neben irgendwas? Mir war so. Naja. Damit bin ich fürs Erste fertig. Achso. Gut, dann machen wir mal das Blatt irgendwie. Das war ja da angezeigt. Das muss der Tonträger sein, von dem der Magier gesprochen hat. Ach genau, sowas brauchten wir. Den Tonträger suchen. Und wo finde ich jetzt das fünfte Portal? Oh. Nanu? Es ist wieder Nacht. Ich muss mich beeilen. Ich muss das Portal zur Lichtung des ersten Baumes öffnen. Guck, da müssen wir das hier machen. Ein Loch im großen alten Baumstumpf. Einförmiger Stein. Großer alter Baumstumpf. Er guckt da so hin und warum sind wir aus dem Tier? Er sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Hat das Ding hier 4 Öffnungen? Keine Ahnung. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Wir müssen Ton mitnehmen. Aber irgendwas muss da ja anscheinend rein. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat... So, ist das Gleiche. Ich dachte, das wäre... Okay, dann habe ich mich jetzt gerade vertan. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Können wir da eigentlich irgendwas zaubern? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich glaube... Okay, da auch nicht. Felswüstern ging ja nicht, ne? Das hat man schon mal probiert. Ja. So ein Hoffnungsschimmer eigentlich? Nichts. Schade. Nichts. Okay. Ja, ich habe nicht so den Plan gerade, Leute. Wulk. Warum sind wir jetzt hier gelandet? Hat das irgendwas zu bedeuten oder nicht? Es ist Nacht. Muss man es Tag machen? Keine Ahnung, ich habe einfach keine Ahnung. Gerade. Oh, die Maus ist hier natürlich auch weg. Ich gehe mal kurz hier so ein bisschen gucken. Wenn wir hier eigentlich jetzt überhaupt irgendjemanden wieder finden. Das sind alle weg, ne? Oh, hier ist auch zu. Da ist auch zu. Okay, es ist absolute Leere hier überall. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was wir machen sollen. Du musst das fünfte Portal finden. Ja, und wie? Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. Benutze den Tonträger. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren.
Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden... Okay, ich habe gerade eine Idee. Müssen wir diese komischen Statuen vielleicht mit diesem Tonträger jetzt sogar... Nein, ja, es ist wunderhübsch, aber wie wollt ihr da durch? Hier, diese komischen Steine, das hier meine ich. Müssen wir da jetzt vielleicht den Tonträger ranhalten? Der alte Magier sagte, dass man mit diesem Ding Töne und Schwingungen mitnehmen kann. Aber der feine Ton der Kristallstatue ist wohl zu schwach dafür. Vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Und ich kann die kleine Statue mit irgendeinem Ton noch mehr zum Klingen bringen. Ob man da wohl einen bestimmten Ton braucht? Ja, es geht natürlich komplizierter. Da passe ich besser gut drauf auf. Aber es macht doch Geräusche. Was für eine seltsame... Da steckt ein... Ich höre ganz... Als ob man leicht geht... Okay, aber so kapiert habe ich es jetzt nicht, was wir da jetzt machen müssen. Da muss... Also das alleine reicht nicht. Das klappt so nicht. Ich gehe mal weiter. Wir hatten doch... Wo war denn der andere? War das da drin bei dem? Ich habe mir das doch gar nicht gemerkt, wo die alle waren, ne? Ich überlege gerade, wo noch so ein Ding war. Zur Brücke, zur Waldkreuzung. Portalbaum. Hier ist noch so ein Ding, genau. War das überall, wo die Portale waren? Oh Gott, ich hab's mir nicht so richtig gemerkt. Der alte Magier sagte, dass man mit diesem Ding... Aber der feine Ton der Kristallstatue ist wohl zu schwach dafür. Vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Und ich kann die kleine Statue mit irgendeinem Ton noch mehr zum Klingen bringen. Ob man da wohl einen bestimmten Ton braucht? Muss ich irgendwo einen Ton erstmal sammeln und den Ton dann dagegen halten oder wie? Aber was für ein Ton? Wo soll ich den Ton herkriegen? Hier sind Geräusche, Wasserfallgeräusche, also Wassergeräusche, aber... Da kann ich gar nichts anklicken. Sind überall Geräusche, ist ja klar, so ein bisschen, aber... Hier können wir jetzt den Bach anklicken, mal gucken. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Kein Ton zum Mitnehmen. Was wäre denn ein Ton zum Mitnehmen? Ach so. Hä, wie... Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme, wo ich eigentlich hin will. Scheiße. Ah, wie war denn das? Muss wieder raus, ne? Ach man. Was ist denn ein Ton zum Mitnehmen? Das ärgert mich jetzt, dass wir jetzt hier so lange brauchen. Das Ding macht ja Geräusche, aber... Da passe ich besser gut drauf auf. Das reicht ja nicht. Wohl kein... Kein Ton zum Mitnehmen. Was meint er damit? Mann, wo komme ich denn jetzt wieder dahin, wo ich hin wollte? Waldkreuzung, Brücke hier. Da lang. Ich hab's mir natürlich auch... Ich bin hier schon witzig wie oft lang gewesen. Ich habe mir trotzdem nichts gemerkt, ne? Vorher können wir nichts machen. Da gehen wir nach oben. Wieso sind wir hier gelandet? Hat das irgendeine Bewandtnis? Ich glaube nicht, ne? Das hatten wir eigentlich schon probiert. Wohl kein? Kein Ton zum Mitnehmen. Hinter dem Bach da, das will ich nicht. Aber hier. Man hört halt zwar den Wind rauschen, aber es geht ja auch nicht. Ich gehe jetzt nochmal zu diesem Ort mit den. Das hier, genau. Da war noch so ein Ding, weil hier war ja auch noch ein Portal. Eins, zwei, drei.
Aber das ist ja wahrscheinlich auch viel zu schwach und da brauchen wir auch wieder irgend so ein Portal, so ein Ton. Was für eine Seltsam. Da steckt ein klein... Ich höre gern, als ob man... Naja. Wenn ich nur wüsste, was wir da machen müssen. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen Vergang. Okay, jetzt wieder das Gleiche. So. Mensch, geh weg. Ich will das nicht. Ah, wie geht das wieder weg? So, hier haben wir nur diese komischen Krähen, die mächtig Krach machen. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Kein Ton zum Mitnehmen. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute. Und ich gucke jetzt nach, weil es dauert mir hier schon wieder viel zu lange. Tut mir leid. Ein kurzer Schnitt. Okay, Leute, jetzt bin ich verwirrt, weil... erstmal tut es mir leid, dass ich halt momentan irgendwie relativ schnell so ein bisschen die Geduld verliere und wenn ich mal ein bisschen länger nicht weiterkomme, gleich in die Lösung gucke. Aber ihr wisst, ich habe einfach momentan zu wenig Zeit zum Spielen und zum Aufnehmen, als dass ich jetzt hier 20 Minuten oder weiß ich wie lange nur umherirre. Deswegen habe ich jetzt geguckt und ich bin auch verwirrt, weil wir waren ja hier richtig und Mann, das ärgert mich so. Ich habe doch den Tonträger hier hingesetzt und es ging nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht ging, aber irgendwo musste er hier hin. Ich probiere es jetzt nochmal. Und es ärgert mich, weil wir hätten es ja gleich am Anfang dann richtig gehabt, ohne dass ich hätte eine Lösung gucken müssen. Und jetzt macht das natürlich, na klar. Es ist echt... Ui, er fängt an, in der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Verrückt! Ja, verrückt und ärgerlich für mich. Total ärgerlich. Haben wir den Wind jetzt mit? Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil ich hier beim großen alten Baumstumpf und ich direkt hier auf das Loch gegangen bin. Nur ein hohler Baumstumpf. Aber ich höre, der Wind weht durch den hohlen Stamm. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt da? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Naja, haben wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Das habe ich schon gemacht. Okay, gut. Dann können wir jetzt nochmal die Kristallstatuen aufsuchen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, aber ich glaube hier, also wie wir laufen, wie sinnvoll das ist, aber hier sind wir schon mal bei einem. So, ne, das war ja die Idee, die wir hatten. Na, dass es mit dem Baumstamm nicht so richtig geklappt hat. Naja, gut. Egal, jetzt vergessen wir es. Wir machen jetzt hier einfach fröhlich weiter. Mal gucken, was passiert. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh! Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine merkwürdige Kristallstatue? Jerry? Nimmst du nicht mit? Okay, dann liegt da noch ein Bernstein. Das nehme ich besser mit. Den nimmst du mit? Ah, okay. Was für eine Okay, das hat sich dann einfach mal wieder zusammengesetzt. Warum auch nicht? Kann man machen. Okay, wir brauchen also nicht dieses Gesicht, sondern wir brauchen nur diese komischen Dinger, die da drin sind. So. Ach, sag mal, ist hier eigentlich die Kitsune noch da? Können wir gleich mal probieren, ob wir mit ihr sprechen können. Die kleine Kristall. Ja, komm, wir springen. So, ich klicke weiter, weil es ist genau das Gleiche wie vorhin. So, deine Hand ist da drauf abgebildet. So, Kitsune, bist du noch da? Da passe ich besser. Muss man mit Felsflüstern machen. Ach so, nee, Quatsch, das war ja gar nicht Kitsunes Fuchsstatue, die sah ja mal anders aus. Ach, Kitsune ist nicht da. Ich bin so ein Trottel. Sorry, Leute. So, 1, 2 haben wir jetzt schon. Noch 2. Noch 2 brauchen wir. So, einer noch da und der andere in der Stadt. Zip, zirap. Eine Schon wieder?
Das nehme ich besser. Ist dafür ein Zeichen drauf? Konnte ich jetzt irgendwie nicht so ganz erkennen. So, dann haben wir uns noch den letzten hinterm Rathaus. Da. Also das könnte ein Herz sein, wa? So ein Herzchen. Hand und Auge eventuell. So, was kommt hier? Das sieht aus wie noch eine Hand, ne? Eine Kristall? Yep. Oh. Das nehme ich. Okay, jetzt haben wir die vier Dinger. Gucken wir uns die mal an. Der muss bestimmt irgendwo eingesetzt werden. Der muss. Okay, dann sagt er das Gleiche. Ja, dann müssen wir wieder zurückgehen, ne? Da waren noch diese Löcher in dem Baum. Muss auf jeden Fall wieder zum Baum. Zurück? Nein! Ja! Jerry, würdest du bitte weitergehen? Wir haben schon genug Zeit hier verplempert, weil ich nicht richtig geguckt habe, weil da wieder zwei nebeneinander waren, zwei so eine Spots. So, Loch im großen Baumstumpf, großer alter Baumstumpf. Ja, egal, ich mache jetzt einfach mal. Achso, Auge vielleicht da oben. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt alleine macht. Ich mach einfach mal so. Perfekt. Andere Hand. Irgendwo da. Passt. So, und der letzte, das Herz, keine Ahnung, da wie wird passt das. Der nicht. Da? Da passt der nicht. Wo ist denn hier noch ein Loch? Sehr gut. So, das war's. Eine Tür. Okay. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Na, das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Hey, was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Ach, der Schlüssel. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Aber da das ist noch eine Raupe. Eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Ich denke nicht, dass wir das einfach so nehmen können. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Vergiss es, das klappt doch nie. Vergiss es, das klappt doch nie. Wie seltsam. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Jetzt. Also. Wie macht immer das Gleiche? Das. Wie seltsam. Du kannst aber gar nicht beeinflussen. Stechend riechender Springbrunnen. Der schlüpft aber so wie. Oder nicht? Hier, schubst du runter mit dem Pinsel. Das muss kein klebriger. Nein, mit dem Pinsel runterstoßen, Mensch. Ach, Jerry, bist du. Mal ein bisschen zur Seite, ich muss ein bisschen gucken. Die uns denn mit uns reden? Ich glaube. Naja, wir probieren ja einfach alles mal aus, ne? Irgendwas muss schon passen. Yippie! Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Danke, Jerry. Oh, was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Okay. Holst du ihn jetzt raus? Ja.
Danke. Ich habe den Schlüssel. Schnell runter da vielleicht? Oh, lass dir ruhig Zeit, Jerry. Das klingt nicht gut. Ne? Hanno, Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Jo, ihr habt nochmal Glück, wie immer. Und jetzt ab durch die Tür. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ja. Pass auf, Jerry. Der Fuchs. Na nun, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh. Plato, das ist Kizune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kizune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber... Vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Plato? Kizune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Kommt da noch was, Jerry? Oder war es das? Das war's. Okay, wir können was machen, was auch immer wir machen können. Jo. Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir ganz am Anfang dieser Geschichte schon mal. So ins Weiß, da können wir lang. Gang ins Ungewisse. Heller Pfad, Weg ins Licht. Toll. Müssen wir uns jetzt hier irgendwas aussuchen, oder was? Ich weiß doch gar nicht, was wir da machen sollen. Wir machen mal das hier. Hilft das irgendwas? Nö. Natürlich nicht. Dann müssen wir einfach irgendwo reinspringen, wa? Ich entscheide mich hier einfach mal für ins Weiß. Hier lang? Könnte sein. Okay, macht's nicht. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Okay, das ist so eine Art Irrweg, oder was? Ach, vielleicht hier lang? Hier sieht's... Naja, bestimmt gar nichts hiervon, wa? Wir müssen bestimmt irgendwas ganz anderes machen wieder. Hier lang? Könnte sein. Das war doch... Oh Gott, was soll das denn werden? Ob das jetzt... Oh Mann, jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Ich würde gerade sagen, alleine werden wir das so gar nicht schaffen. Wir müssen irgendwas machen. Wie sollen wir denn jetzt den Magier oder den Marquis rufen? Wir haben doch hier gar nichts. Ich weiß es nicht. Ist hier mit
Vielleicht. Ach so, nein. Okay, wir können das gar nicht anwenden. Schon wieder hier. Da kriegt man ja... Aber hier ist doch gar nichts außer diese Pfade. Zurück können wir auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich hier das Glöckchen läuten soll. Ich kann ja nicht hier... Dann gehen wir ja da gleich hier wieder durch. Könnt... Bin ich hier. Das ist echt doof. Schlüssel. Mit dem Schlüssel in der Hand irgendwo durchspazieren. Hier lang? Nein, nein, das ist irgendwie... Bin ich hier richtig? Das ist so nicht richtig. Nee, nee, das ist so nicht richtig, Jerry. Schimmer. Nichts. Schade. Achso, hier kann man aber jetzt... Nichts. Schade. Zaubern. Nichts. Schade. Nichts. Schade. Ich glaube, hier wird keine... Ich... Okay, das klappt alles nicht. Nichts. Was? Jetzt sind wir da wieder durchgelaufen? Oh Mann, ich hab das jetzt... Warum? Vielleicht... Wie sollen wir den denn rufen? Jerry. So? Toll. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Na toll. Ich muss... Muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen. Sich aufzulösen. Zarov verwehrt mir den Zugang. Aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarov meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarovs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Was? Schon wieder? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein. Ja, aber wir sollen jetzt irgendwas machen hier, Jerry. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein. Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Na toll. Was hast du denn zu erzählen? Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Du wohnst auf der Lichtung, es ist ein Baum. Was ist das für ein Ort? Wen hast du hier gesehen? Ich versuche weiter mein Glück. Wen hast du hier gesehen? Oh. Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Großen Mann? Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Der Marquis! Ich bin hinter ihm hergeflogen, doch er hat deine Welt betreten. Dorthin konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ich stamme von hier. Aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas
oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Sie beseelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. Hilft ihr uns jetzt eigentlich überhaupt oder nicht? Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung? Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Ja, toll. Ich glaube nicht, dass es uns hilft, wenn wir das... Wir wissen ja, was das für ein Ort ist, oder nicht? Was ist das hier einfach für ein damit Ort? Das vollständig du befindest haben. Dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Okay, dann bin ich ja doch froh, dass wir das jetzt nochmal ausgewählt haben. Ach, jetzt haben wir da dieses Rad, mal gucken. Okay, dann werden wir das mal jetzt ausprobieren gleich. Aber später. Das machen wir dann in der nächsten Folge, denn ich glaube, die Folge ist jetzt schon ganz schön lang geworden. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt da ein bisschen rüber gequatscht habe. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit The Night of the Rabbit. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.